So, meine Damen und Herren, Sie hören es im Hintergrund. Pressechef Werner Stratenschulte ist im Moment dabei, die beiden Herren ein bisschen vorzustellen. Da gibt es natürlich viel zu berichten, vor allem von Agassi. Toll, dass der Amerikaner hier mal herkam zum Aumeisterweg. Und in der Form, in der er sich präsentiert hat in den letzten Tagen, ist er für mich auch leicht zu favorisieren im Duell mit Thomas Enqvist. Die beiden haben viermal bereits gegeneinander gespielt, allerdings immer auf Hartplatz, noch nie auf Sand. Es steht 2:2. Die ersten beiden Matches gewann der Schwede. Zuletzt Agassi. Hier sehen Sie es mit den jeweiligen Ergebnissen. Ja, die beiden sind ja auch Nachbarn im Computer in der ATP-Weltrangliste. Agassi momentan die Nummer 21. Die Nummer 20, Enqvist eine Position dahinter. Enqvist 1,91 Meter groß. 12 Titel hatte gesammelt bislang auf der ATP-Tour. Und Boris Becker meinte 95 bei der ATP-Weltmeisterschaft in Frankfurt, als er sich mühevoll gegen den Schweden hatte durchsetzen können. Der erinnert mich ein bisschen, dieser Enqvist, an Agassi. Und in der Tat, das Spiel der beiden ist ein bisschen ähnlich. Hier haben wir einige schwedische Fans. Und da haben wir den Herrn, der die Partie leitet, Rudi Berger. Schön immer wieder der Blick von oben vom Zeppelin auf diese herrliche Anlage neben dem Englischen Garten im Norden Münchens gelegen. Die äußeren Bedingungen absolut perfekt. Sonne scheint ein bisschen, es geht kaum Wind. Also wir sollten uns auf wirklich spannendes, hochklassiges Tennis freuen dürfen. Agassi bislang mit einer unglaublich guten Bilanz seit Jahresbeginn. Hat insgesamt nur 6-mal verloren bei 30 Siegen. Nur geschlagen von Sampras in Monte Carlo, von Kafelnikov beim Davis Cup. Rios hat ihn besiegt im Finale von Key Biscayne. Dann ein etwas unbekannter Mann mit dabei, Jan Michael Gambill. Der schlug Agassi in Indian Wells. Berrettini, Sieger gegen den Amerikaner bei den Australian Open und zu Jahresbeginn in Adelaide. Da verlor er diesen, gegen diesen Newcomer namens Leighton Hewitt. Das ist die Agassi-Box und jetzt geht's los mit Aufschlag Thomas Enqvist. Ich denke, dass wir uns auf viele, viele lange, sehr, sehr schnell geführte Ballwechsel freuen dürfen. Die Frage ist zunächst mal, wer von den beiden hat die bessere Länge? Herrlicher Winkelball von Agassi, der den Platz aufmacht. Okay.
Ja, da kam ein bisschen daher getrudelt, dieser verunglückt gespielte Ball von Agassi mit dem Rahmen getroffen. Zu lang. Dieser Rückhand-Slice. Enquist bringt seinen Service durch. Von Stürmer bis Torwart wäre ich für alles zu haben. Meine Mutter wollte immer, dass ich Frauenarzt werde, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Zu Nutella muss ich aber auch sagen, das ist Nervennahrung und es hat ja auch geholfen, ab und zu zumindest. Ich bin ein leidenschaftlicher Sportler. Tja, ich meine, schaut euch an, ist ja irgendwas doch draus geworden. Der Herr übrigens neben Brad Gilbert ist Walt Landers, der Herr mit dem gelben Hemd, gebürtiger Tscheche. Ein Mann, der hauptsächlich für die körperliche Vorbereitung der Profis zuständig ist. Hat lange Zeit gearbeitet mit Pete Sampras, mit Ferreira, für die Pussys auch. In dieser Woche zuständig für das körperliche Wohlbefinden von Agassi, der nun zum ersten Mal zippt.
Nicht nur Agassi, ein sehr, sehr starker Return-Spieler. Diese Qualität hat auch Thomas Enqvist. War ja in seiner Jugendzeit extrem erfolgreich. Der Schwede und hat das Breakball. '91 gewann Enqvist sowohl das Juniorenturnier der Australian Open als auch dann zur Jahresmitte in Wimbledon. War dann natürlich auch die Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste. Unglaublich viel Druck jetzt von der Vorhandseite her des Thomas Enqvist. Das haben wir in den letzten Tagen schon gesehen, dass Agassi vor allem von links nach rechts unglaublich effizient serviert. Da haben die Gegner Probleme, weil der Amerikaner mit sehr viel Kick den Kontrahenten weit nach außen treibt. Glattes Ass. Nach drei Breakbällen jetzt also Spielball für den Amerikaner zum 1-Ball. Ich denke, der Ball war im Aus. Das denkt sich Agassi auch. Und zeigt mal vorsichtshalber einen Abdruck. Jetzt kommt Rudi Berger runter. Also rein gefühlsmäßig würde ich sagen, Agassi hat recht. Ja, war aus. Also sehr mühevoll bringt Agassi da sein erstes Service durch, der ja sein letztes Sandplatzfinale hier in Europa 1991 spielte, damals bei den French Open, verlor gegen seinen Landsmann Jim Courier. Unglaublich, wie lange das hier ist. Thank you.
So ein starker Aufschlag und dann dieser Patzer. Das ist ärgerlich. Ja, Ball war gut. Drittes Ass von Thomas Enqvist. Und Enqvist geht mit 2:1 in Führung. Mein Zahnfleisch blutet. Meine Zähne. So habe ich früher oft geträumt, bis ich Parodontax entdeckte. Die einzige Zahncreme mit Mineralsalz und Echinacea. Parodontax schützt vor Zahnfleischbluten und Parodontose und vor solchen Träumen. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Außerdem gibt es die Mini-Kralle, perfekt für Pflanzkübel und Blumenkästen. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelbblaue Verpackung. Erhältlich bei RHG Raiffeisen, Galeria Kaufhof, Obi und Hehler Baupark. Wieder mal ein Blick von oben auf den Center Court. Enqvist führt mit 2:1, der ja von seinen Eltern den Vornamen Thomas bekommen hat, weil die so begeistert waren von Thomas Magnusson, einem der brillantesten schwedischen Skilangläufer aller Zeiten, Olympiasieger, Weltmeister in den 70er Jahren. Zweites Aufschlagspiel von Agassi. Hat in seiner Karriere schon 4 Sandplatzturniere gewinnen können. Charleston, Forest Hills, Stuttgart, Weißenhof und Atlanta. Warte noch drauf. Enqvist ist sich da nicht so ganz sicher, aber gibt ihn gut. Ja, müsste die noch ein bisschen gehabt haben. Mit diesem Ei von Agassi konnte Enqvist nun gar nichts anfangen. Aus der Not gespielt vom Amerikaner.
Völlig verunglückt, diese Abschlussrückhand von Thomas Enqvist. Es wird interessant sein, bei diesem Duell zu beobachten, wer von den beiden am frühesten während eines Ballwechsels ein bisschen zurückweichen muss von der Grundlinie, wie er ein paar Zentimeter hergeben muss. Denkt natürlich daran, wie er als erster ein paar Stundenkilometer mehr draufpackt auf die Grundschläge. Die erste Fußfehlerentscheidung in diesem Finale, getroffen von einer jungen Dame. Aber kein Problem für Enqvist. Bei 3 Spielbällen führt mit 3:2 der Schwede. Wenn Sie noch keine schmerzempfindlichen Zähne haben, kann es schnell dazu kommen, wenn die Zahnhälse freigelegt werden. Die neue Sensodyne schützt vor schmerzempfindlichen Zähnen und beugt Parodontose und Zahnhalskaries vor. Neu, Sensodyne. Was so gut schützt, beugt auch vor. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Im Laufe seines Lebens hebt der Mensch im Schnitt 550 Tonnen und ist etwa 15 Jahre auf den Beinen. Er verstaucht sich 97 Mal den Fuß und trägt über 1000 Prellungen davon. Wir von Madaus haben für Reparil aus der Rosskastanie Eszin gewonnen. Reparil packt den Schmerz. Reparil von Madaus. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rona Sportsocken aus Natur- und Hightech-Fasern halten den Fuß trocken und schützen vor Druckstellen. Rona Sportsocksystem. Innovative Ideen für jeden Sport. So, wir erwarten das dritte Aufschlagspiel von Andre Agassi, der übrigens, das ist ganz interessant, 366 Profimatches benötigte auf der Tour, bevor ihm die erste Brille gelang. Und da traf es dann den Australier Sandon Stolle bei einem Hartplatzturnier. 6-0, 6-0 das Ergebnis aus der Sicht von Agassi. Sandon Stolle, ja, wie Sie alle wissen, Sohn von Fred Stolle, ehemaliger Weltklasse-Spieler, heute Kommentator im australischen Fernsehen. Die Plätze sind eigentlich sehr hart, wurden im Vorfeld der BMW Open x-mal gewalzt, aber hin und wieder tun sich dann doch ein paar Löcher auf und die Bälle verspringen. Ärgerlicher Fehler. Denke auch, dass der Longline-Ball
die sicherere Variante gewesen wäre aus der Sicht von Agassi, der im Falle eines Sieges hier übrigens in diesem Finale sich um 2 Plätze verbessern dürfte im Computer. Wer dann die Nummer 18 würde an Marc-Philippe Hussis vorbeiziehen. 3 Beide. Riesen Return von Agassi. Toller Schuss von Thomas Enqvist am Ende dieses 7. Spiels. So steht's nach 25 Minuten. Ihre Hilfe bei Zahnfleischbluten zum Schutz vor Parodontose. Parodontax. Mit der elementaren Wirkkraft von Mineralsalz und den bewährten Abwehrkräften der Echinacea-Pflanze. Parodontax. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Ich glaube, man hat wirklich ein Problem, wenn man keine Träume mehr hat. Ich wäre gerne Fußballer geworden. Von Stürmer bis Torwart wäre ich für alles zu haben. Meine Mutter wollte immer, dass ich Frauenarzt werde, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Zu einer Telamide war auch so, und das ist Nervennahrung und es hat ja auch geholfen, ab und zu zumindest. Ich bin ein leidenschaftlicher Sportler. Tja, ich meine, schaut euch an, ist ja irgendwas doch draus geworden. Ob die Räder auf solchen Straßen guten Bodenkontakt halten, hängt von den Stoßdämpfern ab. Mit den neuen Monroe Sensatrack-Stoßdämpfern haftet das Rad. So werden selbst härteste Strecken sicher gemeistert. Agassi meinte schon vor einigen Jahren über seinen heutigen Finalgegner, über Thomas Enqvist: Der Bursche ist gefährlicher, als mir lieb sein kann. Und Enqvist kann unglaublich hart aufschlagen, wenn wir uns mal die Zahlen angucken. Diese Turnierwoche insgesamt 3-mal so viele Asse des Schweden im Vergleich zu Agassi. Dürfte für Agassi absolut unproblematisch sein. Und er schickt ihn hinaus in die Box auf die Tribüne. Da war Uwe Ochsenknecht, auch großer Tennisfan.
Da ist der Ball wieder ein klein wenig versprungen. Enquist geht hin. Versucht, das kleine Loch wieder zuzumachen. Ja, vielleicht kommen ja auch noch ein paar Fußballer heute vorbei. Die Münchner Löwen sicherlich bestens gelaunt, die Bayern natürlich enttäuscht. Da haben wir mal wieder eine Aufnahme von oben vom Zeppelin. Und mit dem vierten Ass gleicht Agassi aus zum 4-Ball. Ein Geschenk. Das ist immer wieder, und das haben wir auch in den letzten Tagen gesehen, das taktische Konzept von Agassi. Ball in den Winkel, in ganz unangenehme Positionen für Enquist, macht den Platz auf und dann kommen die Longline-Schüsse. Das, was wir hier geboten bekommen, meine Damen und Herren, das ist eigentlich Hartplatz-Tennis zweier Puncher. Konstellation ist natürlich immer etwas besser, wenn ein sehr, sehr offensiv ausgerichteter Spieler auf einen Konterstrategen trifft. Die beiden, ich habe es gleich zu Beginn gesagt, spielen natürlich sehr, sehr ähnlich. Ball war gut. Ein Nicken von Agassi, 5-4 für Enquist. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Außerdem gibt es die Mini-Kralle, perfekt für Pflanzkübel und Blumenkästen. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelbblaue Verpackung. Erhältlich bei Profi, Hauser Baumarkt, Alkauf und Dehner. Wenn kaltes, schmerzempfindliche Zähne trifft, dann wirkt Sensodyne doppelt gegen Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne, fragen Sie Ihren Zahnarzt. Und zwischendurch? Jetzt neu. Sensodyne Zahnpflegekaugummi. Die Sonne ist wieder ein bisschen herausgekommen. Temperaturen schätze ich mal so um die 18 Grad am heutigen Finalsonntag.
läge sie unter Zugzwang. Fünftes Ass des Amerikaners. Damit hat er gleichgezogen mit seinem Kontrahenten. Fünf Ausgleich von Agassi, der, das ist ganz interessant, und das haben Sie ganz zu Beginn ja an der Tafel auch erkennen können, die letzten beiden Duelle mit Thomas Enqvist ganz glatt für sich entscheiden konnte. Hanna Lauterbach inzwischen auch eingetroffen auf der Anlage. Er und Uwe Ochsenknecht, Gäste des Titelsponsors BMW. Ball war gut. Sehr fair, wie es dazu geht. Unten auf dem Platz, aber das war in den anderen letzten Tagen nicht anders. Ganz deutlich gut, 30-15. Bei dem Ballwechsel war es wirklich ganz interessant zu sehen, wie Agassi immer wieder bemüht war, ganz nah an der Grundlinie zu bleiben. Enqvist musste ein bisschen nachgeben, kam dann etwas zu spät zu dieser Vorhand. Ball flog ins Aus, 30 Ball. Allererster Breakball für Agassi.
der selbst schon 3 abwehren musste bei seinem Auftaktservice. Souverän gelöst vom Schweden, genau in die Ecke hinein serviert. Über 200 Stundenkilometer schnell jetzt die Aufschläge von Enquist. Und noch so ein Gerät hinterher. Keine Chance für Agassi. Der Schwede führt 6-5. Einzige Zahncreme mit Mineralsalz und Echinacea. Parodontax schützt vor Zahnfleischbluten und Parodontose und vor solchen Träumen. Rona Sportsocken aus Natur- und Hightech-Fasern halten den Fuß trocken und schützen vor Druckstellen. Rona Sportsocksystem. Innovative Ideen für jeden Sport. So, da sind wir wieder. Zurück auf dem Center Court des MTTC Iphitos. Unser Zeppelin weiterhin unterwegs. Einige schöne Bilder zu liefern. Hier Rudi Berger. Absolut problemlos für ihn dieses Finale der 83. Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern. Passiert Agassi selten. So ein unnötiger Fehler. Wunderbar, von oben nach unten gespielt. Herrlich früh getroffen von Agassi und wir sehen Tiebreak-Entscheidung. Können wir mal ein bisschen gucken, wie die beiden Tiebreak gespielt haben bislang in diesem Jahr 98. Enquist ist schlecht gestartet in dieser Beziehung, musste alle 4 Tiebreaker, die er zunächst spielen musste, hergeben. Dann wurde es ein bisschen besser, dennoch negative Bilanz aus seiner Sicht, 3-6. Da sieht es bei Agassi besser aus. 8 gewonnen, 4 verloren.
Gegeneinander haben die beiden übrigens auch schon zwei Tiebreaker bestreiten müssen. Da steht's unentschieden, eins beide. Kleiner Vorsprung, den er sich geholt hatte. Andre Agassi wieder dahin. Neuntes Ass von Thomas Enqvist. Verkürzt auf 2 zu 3, aber wir wissen natürlich, Agassi hat ein bisschen die Nase vorne jetzt wieder. Ein Mini-Break. Genauer kann man es nicht spielen. Stopp ist ein bisschen lang geworden von Agassi. Enqvist zeitig am Ball. Nur geblockter Return von Thomas Enqvist. Dem 24-Jährigen, der ja wie so viele Tennisspieler in Monaco lebt. Monte Carlo. Das könnte der entscheidende Fehler gewesen sein in diesem ersten Satz. Diese verzogene Vorhand des Thomas Enqvist. Agassi nun zweimal mit Aufschlag. Wieder ist es so, dass Thomas Enqvist sich ein bisschen zurückfallen lassen muss durch das druckvolle Spiel von Agassi.
Und hier sehen wir nochmal, die Entscheidung war völlig korrekt. Ball im Aus. Zwei Satzbälle für den Herrn hier im Bild. Kein Problem. Nach 45 Minuten ist Satz Nummer 1 zu Ende. Agassi rollt in sich. Was kauen Sie da? Er kaut nicht, euer Ehren. Er pflegt seine empfindlichen Zähne. Einspruch. Hier, Sensodyne Kaugummi. Schützt vor Zahnhalskaries. Stimmt. Freispruch für Sensodyne Kaugummi. Mit der patentierten Sensodyne Wirkformel. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Außerdem gibt es die Mini-Kralle, perfekt für Pflanzkübel und Blumenkästen. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelbblaue Verpackung. Erhältlich bei Raiffeisenmärkte Westfalen und Weser-Ems, selbst Baumarkt, Bayer und Baufuchs. Ob die Räder auf solchen Straßen guten Bodenkontakt halten, hängt von den Stoßdämpfern ab. Mit den neuen Monroe Sensatrack-Stoßdämpfern haftet das Rad. So werden selbst härteste Strecken sicher gemeistert. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. So, da haben wir wieder mal dieses Coaching im Bild. Brett Gilbert bei seinem Schützling. Brauche ich ihn ja nicht mehr zu erklären. Das ist ein Versuch der ATP, aber er muss ihm eigentlich gar nicht viel sagen, dem Andre Agassi. Toi, toi, toi. Würde eigentlich schon reichen. Agassi war ja lange Jahre auf der Tennis Academy von Nick Bollettieri zusammen auf einem Zimmer mit Jim Courier. Insgesamt 3 Jahre und 4 Monate. Starker Return von Thomas Enqvist, der Schwede, ein absoluter Finalspieler. 15 Mal stand er im Endspiel eines Turniers auf der ATP-Tour, 13 Mal konnte er dabei gewinnen. Absolute Spezialität von Agassi. Dieser reingezirkelte Ball. Gingen die Probleme bei Thomas Enqvist schon mit dem Return los. Wieder ein sehr, sehr mit viel Kick geschlagener Aufschlag des Amerikaners.
Sehr energisch, Agassi, in diesem Auftaktspiel des zweiten Satzes. Ihre Hilfe bei Zahnfleischbluten zum Schutz vor Parodontose. Parodontax. Mit der elementaren Wirkkraft von Mineralsalz und den bewährten Abwehrkräften der Echinacea-Pflanze. Parodontax. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Freshenet. Freshenet. The magic of Freshenet. Rona Sportsocken aus Natur- und Hightech-Fasern halten den Fuß trocken und schützen vor Druckstellen. Rona Sportsock System. Innovative Ideen für jeden Sport. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Wenn man hier heute spielen sieht, den Thomas Enquist, auch wenn er den ersten Satz verloren hat, ist es doch erstaunlich, dass es für den 24-jährigen Schweden bei seinen Auftritten hier in München immer schlecht lief. Bestes Ergebnis im letzten Jahr erreichen der zweiten Runde. Dort verlor er dann gegen Andrea Gaudenzi, den Italiener. So, der Herr hat noch einen Platz gesucht. Jetzt kann es losgehen. Bei Weimar aus, ja, ganz klar, das ist der Abdruck. Hat auch Rudi Berger sofort gesehen. Enquist gleicht aus zum 1:1. Der Schwede, den ja in der Vergangenheit immer wieder schwere Verletzungen ein wenig aus der Bahn warfen. Knieoperation im März 1994, musste 3 Monate pausieren, spielte dennoch eine ausgezeichnete Halbplatzsaison, musste dann aber im November noch ein weiteres Mal unter das Messer auf den OP-Tisch, wieder das verflixte Knie, und auch im letzten Jahr gab es immer wieder so kleine Wehwehchen. Also, um ganz ehrlich zu sein, die Stops von Agassi sind bei Weitem nicht so gut, wie sie eigentlich sein müssen. Aber hier kann Enquist relativ wenig damit anfangen. Schubst den Ball nur rüber und wird bestraft.
Super Return von Thomas Enquist, der in diesem Jahr schon zweimal in einem Finale stand. In Marseille konnte er gewinnen gegen Jewgeni Kafelnikov. In Philadelphia unterlag er knapp 5-7, 6-7 Pete Sampras. War eine gute Chance für Agassi, den Punkt zu machen. Insgesamt der vierte Breakball für Thomas Enquist. Sie erinnern sich an die Breakchancen im zweiten Spiel des ersten Satzes. Ja, Enquist hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gut eingestellt auf die Aufschläge des Andre Agassi. Break für den Schweden. Farben auf Kodak Royalpapier. Kodak macht aus ihren Bildern mehr. Wenn Sie noch keine schmerzempfindlichen Zähne haben, kann es schnell dazu kommen, wenn die Zahnhälse freigelegt werden. Die neue Sensodyne schützt vor schmerzempfindlichen Zähnen und beugt Parodontose und Zahnhalskaries vor. Neu, Sensodyne. Was so gut schützt, beugt auch vor. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Wünschen Sie sich nicht auch manchmal bessere Fotos? Dann empfehle ich Ihnen Kodaks besten Film. Zusammen mit Kodaks bestem Entwicklungsservice. Perfekt als Komplettangebot. So werden aus guten Fotos tolle Bilder. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Sie sehen es, die Plätze gut gefüllt. Hier rund um den roten Aschenplatz. Enquist serviert. Neue Bälle im Spiel. Das war natürlich ein besonders bitterer Fehler für Thomas Enquist. Völlig ohne Not. Spielt er den Ball ins Aus. Schauen Sie, Agassi da draußen festgenagelt. Hat überhaupt keine Chance, gar keine Ambition von ihm da noch reinzukommen. Und dann bekommt er dieses Geschenk. Ob das korrekt war, von Agassi den Ball da aufzufangen? Ich denke, er war noch ein bisschen auf der Linie.
Und das wird er jetzt auch so sehen, der Großmeister. Mm-mm-mm. Das war ein bisschen voreilig. Aber er hatte noch zwei Blickchancen. Wunderschön. Wie an der Schnur gezogen, dieser Rückhand-Longline-Ball. Ja, knapp daneben. Dieser Stoppball von Agassi. Fünfter Punkt des Thomas Enqvist am Stück. Und hier sehen Sie den Stand der Dinge nach einer Stunde und sechs Minuten. Ein bisschen zu spät am Ball, Thomas Enqvist, der da komplett rüberlaufen musste, von ganz links nach ganz rechts, aber er führt mit 3-2. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Außerdem gibt es die Mini-Kralle, perfekt für Pflanzkübel und Blumenkästen. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelbblaue Verpackung. Erhältlich bei Bahr, Obi, Hornbach und Stinnes.
Im Laufe seines Lebens hebt der Mensch im Schnitt 550 Tonnen und ist etwa 15 Jahre auf den Beinen. Er verstaucht sich 97 Mal den Fuß und trägt über 1000 Prellungen davon. Wir von Madaus haben für Reparil aus der Rosskastanie Eszin gewonnen. Reparil packt den Schmerz. Reparil von Madaus. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Zurück am Center Court. Aufschlag von Thomas Enqvist. Der Schwede übrigens ein ganz, ganz großer Eishockey-Fan. Seine Lieblingsmannschaft sind die Philadelphia Flyers in der National Hockey League Amerikas. Aber er ist natürlich auch sehr interessiert an dem, was sich derzeit in der Schweiz tut. Dort findet ja die Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Nicht so einfach für Agassi, diesen geschubsten, von Enqvist geschubsten Ball da ein bisschen zu beschleunigen. Zwei Break-Möglichkeiten wieder für Agassi. Der, und das ist ganz interessant, im letzten Jahr nahezu alle Matches gewann, wenn er sich den ersten Satz geholt hatte, liegt da bei einer Erfolgsbilanz von über 95%. Jetzt wissen Sie ja, der erste Satz ging ja im Tiebreak an den Amerikaner. Und er ist wieder mit dabei. Alles wieder auf der Reihe aus der Sicht von Agassi, der hier übrigens in München bei diesem Finale der BMW Open 98 sein 500. Profi-Einzel gewinnen könnte. Wäre ein schönes Jubiläum, das es dann zu feiern gäbe. Jetzt zieht Agassi das Tempo ein bisschen an. Und da ist er eiskalt, der Mann aus Las Vegas, wenn er merkt, dass der Gegner ein bisschen Enttäuschung zeigt nach so einem Break, dann legt er gleich noch ein paar
Kilo drauf. Verschärft das Tempo. Bisschen zu wenig nach außen. Serviert von Agassi, ideale Position für Enqvist. Der war wesentlich besser, dieser Aufschlag des Amerikaners. Agassi hier an 8 gesetzt, führt 4-3. Der Wagen ihres Vaters, der lässt sie fahren? Bestens versichert. Vom Fachmann. Auto-Unfall-Rechtsschutz. Einfach günstiger ein Bonussystem. Auto-Rundumschutz der Württembergischen. Da kann nichts passieren. Nichts Schlimmes. Der Fels in der Brandung. Württembergische Versicherung. Mein Zahnfleisch blutet. Meine Zähne. So habe ich früher oft geträumt. Bis ich Parodontax entdeckte. Die einzige Zahncreme mit Mineralsalz und Echinacea. Parodontax schützt vor Zahnfleischbluten und Parodontose und vor solchen Träumen. 3 Versicherungen, einfach günstiger. Autorundumschutz im Bonussystem. Der Fels in der Brandung. Württembergische Versicherung. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß, das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. So, das ist die Trophäe, um die es geht, auch im Finale der BMW Open 98. Dazu kommt natürlich auch ein bisschen Taschengeld. $70.000 für den Sieger, $41.400 für den Zweiten. Ball im Aus. Ja, jetzt macht er eine kleine Flaute durch, der Thomas Enqvist. Dieses Break hat ihn doch ein bisschen mürbe gemacht. Auch über diesen Ball kann man diskutieren. Aber es sind natürlich jetzt schon jede Menge Abdrücke in der Gegend, in der sich Thomas Enqvist da aufhält. Rudi Berger aber sagt, ich habe ihn gefunden. Da war alles gut. Zu guter Aufschlag von Thomas Enqvist.
dessen erster Service insgesamt nicht ganz so oft im Feld ist als das von Agassi. Vier beide. Ja, da hat der Agassi den Ballwechsel eigentlich schon abgebrochen, weil der Ball im Aus war. Letztlich macht dann etwas irritiert, sicherlich durch diese Aktion, Enquist den Fehler. Jetzt bin ich mal gespannt, was Rudi Berger entscheidet. Er sagt, der Ball war gut. Also Punkt wird dem Schweden gegeben. 30-15. Jetzt ist er wieder da. Spielball Agassi zum 5-4. Der Amerikaner, der mal für besonders viel Furore sorgte beim Rasenturnier in Halle, 93 war es, als er neben einem gewaltigen Antrittsgeld vom Veranstalter eine ganze Menge Extras forderte, wie Landemöglichkeit für seinen Privatjet Ferrari als Leihwagen. Wunderbar. Ein rund um die Uhr verfügbares Pizza- und Hamburger-Depot und so weiter und so fort. Jetzt führt er erstmal nach einer Stunde und 23 Minuten. Wenn kaltes, schmerzempfindliche Zähne trifft, dann wirkt Sensodyne doppelt gegen Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne, fragen Sie Ihren Zahnarzt. Und zwischendurch? Jetzt neu. Sensodyne Zahnpflegekaugummi. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Außerdem gibt es die Minikralle, perfekt für Pflanzkübel und Blumenkästen. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelbblaue Verpackung. Erhältlich bei RHG Raiffeisen, Galeria Kaufhof, Obi und Hehler Baupark. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Einen Nachteil hat er jetzt, der Thomas Enquist. Bei diesem Aufschlagspiel, er muss gegen die Sonne servieren. Das ist natürlich immer ein bisschen unangenehm. Und er steht natürlich unter Druck. Schauen Sie das Zwischenergebnis an.
Sukzessive unter Druck gesetzt von Thomas Enqvist, Agassi. Auf der Rückhandseite nur noch mit Notslice agierend. 15 beide. Aber du willst jetzt wissen. Glattes Ass von Enqvist. Ausgleich für uns beide. Also die Sonne hat ihn nicht belästigt bei diesem Aufschlagspiel. Hier nochmal Blick in die prominenten Box mit Hanne Lauterbach, Uwe Ochsenknecht. Wow. Was für ein Return. Und das auch noch von außen über eine Stelle des Netzes, die etwas höher ist. Gucken wir nochmal. Schauen Sie, da fliegt er vorbei. Toller Tempowechsel von Enqvist. Erst dieser weiche Ball und dann dieser Schuss. Wirklich ein guter Typ, der Schwede. War schon mal die 6 in der Computer-Weltrangliste. Im Februar vor 2 Jahren. Ah, das war schlampig gespielt. Und damit Breakchancen für Enqvist. Ball ist im Aus. Jawohl, das ist der Abdruck. Ganz eindeutig.
Ist ja klar, dass es enttäuschend ist bei Breakball, wenn der Ball so knapp im Aus ist, aber ist halt nun mal so. Der ist weg. Oh, Pech für Thomas Enqvist. Das ist bitter, aber toller Ballwechsel. Im Laufe seines Lebens hebt der Mensch im Schnitt 550 Tonnen und ist etwa 15 Jahre auf den Beinen. Er verstaucht sich 97 Mal den Fuß und trägt über 1000 Prellungen davon. Wir von Madaus haben für Reparil aus der Rosskastanie Eszin gewonnen. Reparil packt den Schmerz. Reparil von Madaus. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Rona Sportsocken aus Natur- und Hightech-Fasern halten den Fuß trocken und schützen vor Druckstellen. Rona Sportsock System. Innovative Ideen für jeden Sport. War wirklich ein toller Ballwechsel am Ende dieses 11. Spiels. Da kommt nochmal dieser Winkelball von Agassi. Durch die Netzkantenberührung unerreichbar für den Schweden. Er ist im Aus. Er ist weit hinter der Linie und wir sehen erneut Tiebreak-Entscheidung in diesem Finale. Letzter Schwede, der übrigens hier gewonnen hat bei den BMW Open, war Magnus Larsson im Jahre 92, damals Dreisatzsieger gegen den Tschechen Peter Korda. Der letzte echte Amerikaner, Gene Mayer 1982, dazwischen Ivan Lendl, Sieger, Sie erinnern sich vielleicht, im Jahre 93, Lendl damals schon mit US-Staatsbürgerschaft. Sieben Mini-Breaks gab es, wenn Sie sich erinnern wollen, im Tiebreak des ersten Satzes.
3-0-Führung von Thomas Enquist. Im Aus, ganz knapp, diese Vorhand von Thomas Enquist, also auch ihr mit Mini-Break, alles wieder offen. Drei beide. Sehen wir hier nochmal. Korrekte Entscheidung. Damen und Herren, an den Linien übrigens sehr gut in dieser Turnierwoche, das sollte auch mal angemerkt werden. Wobei es natürlich auf Sand immer ein bisschen einfacher ist, wenn man den Sand spritzen sieht, kann man dann ja auch die Korrektheit der Entscheidungen sofort überprüfen. Enquist lässt Berger kommen. Will das nochmal genau überprüft haben. Berger sagt, Ball hat doch noch ein wenig die Linie berührt. Also Punkt für Agassi, 4 beide. Er ist weg. 5-4 für den Amerikaner. Agassi ist wirklich ein exzellenter Tiebreak-Spieler. Ich habe es Ihnen schon gesagt, hat auch eine sehr positive Bilanz bislang im Jahre 98. Satzball für Thomas Enquist mit einem seiner härtesten Aufschläge in dieser Partie. 205 Stundenkilometer schnell verschaffte sich diesen Vorteil für den Punktgewinn. Vorhand erinnert ein bisschen auch an die von Tommy Haas, der ja schweres Los
erwischt hat in Hamburg am Roten Baum der nächsten Woche, muss gegen Carlos Moya ran. Nochmal Seitenwechsel. Auch Becker ist nicht leicht, um das noch fertig zu bekommen, was das Turnier in der nächsten Woche in Hamburg betrifft. Muss gegen Magnus Gustafsson antreten in Runde 1. Der Schwede hier mit einer grandiosen Leistung bis zum Halbfinale. Und Oliver Groß, der eine Wildcard bekommen hat, Viertelfinalist bei den diesjährigen BMW Open, muss ran gegen Nikola Kiefer. Also da kommt zumindest schon mal ein Deutscher in die nächste Runde. Ja, was kriegen wir erneut? Satzball oder Matchball? Wir kriegen wohl den nächsten Satzball für Thomas Enqvist. So ist es. Und jetzt natürlich mit dem bedeutenden Vorteil, dass er jetzt aufschlägt. Keine Chance für Agassi. Ein dritter entscheidender Satz muss hier im Finale der BMW Open 98. Ihre Hilfe bei Zahnfleischbluten zum Schutz vor Parodontose. Parodontax. Mit der elementaren Wirkkraft von Mineralsalz und den bewährten Abwehrkräften der Echinacea-Pflanze. Parodontax. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Freshenet. Freshenet. The magic of Freshenet. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Sie sehen es, der Wind ist ein bisschen heftiger, aber ich glaube, die Spieler sind davon nicht sehr beeinflusst. Hier haben wir den Coach von Thomas Enqvist im Bild, Michael Strippel. Hat aber nicht mit Enqvist trainiert am heutigen Morgen, dieser Herr, sondern Thomas Nüdahl, der ja einige Jährchen hier Spitzenspieler war beim MTTC Iphitos, hat Thomas Enqvist eingeschlagen. Agassi logischerweise im Plausch mit Brad Gilbert, den sie früher ja CNN nannten. Zweiter Spitzname von ihm neben Lazarus. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund. Brad Gilbert, ja ein Mann, der pausenlos reden konnte. Wer ihm in die Finger geriet, der kam nicht mehr weg so schnell.
Drei Breakbälle für Agassi zum Auftakt des entscheidenden Satzes. Ja, der Ballwechsel. Unglaublich, wie die beiden da aufs Tempo gedrückt haben. Und der dritte Satz beginnt ideal für den Amerikaner. Der Wagen ihres Vaters, der lässt sie fahren? Ah, bestens versichert. Vom Fachmann. Auto, Unfall, Rechtsschutz? Einfach günstiger ein Bonussystem. Auto-Rundumschutz der Württembergischen. Da kann nichts passieren. Nichts Schlimmes. Der Fels in der Brandung. Württembergische Versicherung. Mein Freund hat zwar kein ausgefallenes Hobby, aber dafür einen ausgefallenen Kombi. Schön und gut. Der neue Toyota Corolla als Kombi. Die Entdeckung. Und er ahnt nicht, wie gut wir den Ball brauchen. Drei Versicherungen, einfach günstiger. Autorundumschutz im Bonussystem. Der Fels in der Brandung. Württembergische Versicherung. Hier sehen Sie den Zwischenstand. Agassi mit den besseren Karten momentan. In diesem Finale der Amerikaner ja ein äußerst schlagfertiger Mensch. Wurde mal in Wimbledon auf der Pressekonferenz von einem Journalisten gefragt. Herr Agassi, es gibt Gerüchte, Sie hätten Haarausfall. Was glauben Sie denn, woher das kommt? Darauf meinte Agassi ganz trocken, aus England. Aber dieser Enquist ist natürlich ein zäher Bursche. Der wird kämpfen bis zum letzten Ballwechsel. Gleiche Situation jetzt für den Amerikaner. Glückspunkt für Enquist. Ausgleichende Gerechtigkeit. Sie erinnern sich an diesen Winkelball des Amerikaners, der ebenfalls über die Netzkante ging. Enquist kam in Straucheln, hatte keine Chance, da noch ranzukommen. Alles wieder offen. Eins, beide.
Also viel schneller kann man nicht mehr spielen, als es uns die beiden hier vorführen auf Sand. Ganz knappe Maus. Hat er oft ein bisschen Pech, der Schwede. Das ist der richtige Ball, der Stopp. Denn selbst wenn er ihn kriegt, der Thomas Enqvist, hat er keine Chance. Smart gespielt von Agassi. Diese Feinheiten haben ein bisschen gefehlt bislang in diesem Endspiel. Bisschen spektakuläres, kurze, lange, bisschen Stopp-Lopp. Das ist auch das, was die Leute eigentlich sehen wollen. Mit seinem erfolgreichsten Ball am heutigen Tag, der Rückhand Longline. Irre, wie die zwei draufhämmern und dann verliert Enqvist doch sein Service. Drei Breakchancen waren doch ein bisschen arg viel. Agassi ist wieder vorne. Los geht's zum persönlichen Trainingslager zur Fußball-WM 98. Spielen Sie Bundestrainer und wählen Sie Ihre WM-11. Gewinnen Sie außerdem jede Woche eine Reise nach Frankreich. In Hattrick WM, das Puma-Magazin. Weiter geht's zu Hattrick International. Alles Wissenswerte über die internationalen Ligen. Hält Köpke, schießt Ziege und trifft Bierhoff. Unser Trainingslager am Montagabend ab 22.30 Uhr. Mit Hattrick WM, das Puma-Magazin und Hattrick International. Nur im DSF. Die Eishockey-WM. Jetzt geht's richtig los. Die Wiederauflage der Olympischen Spiele. Ein Sieg gegen die Japaner ist Pflicht. Deutschland gegen Japan. Heute 19.45 Uhr live im DSF. War das jetzt das vorentscheidende Break? Schwer zu sagen. Nachdem der dritte und alles entscheidende Satz gleich mit drei Aufschlagverlusten startete. Agassi wird heute auf alle Fälle noch nach Hause fliegen, zumindest mal hinüber in die Vereinigten Staaten, kommt dann erst wieder zum Turnier von Rom zurück. Haben Sie sicherlich mitbekommen, meine Damen und Herren, dass er die Wildcard für Hamburg wieder zurückgegeben hat, ebenso wie sein Landsmann Pete Sampras.
Das ist nun schon das vierte Spiel in Serie mit 0-40. Bemerkenswert. Völlig untypisch eigentlich für den Verlauf bislang dieses Finales. Diese vier Breaks zu Beginn des entscheidenden dritten Satzes. Das war natürlich eine schlechte Idee von Agassi. Dieser halbherzige Stopp. Schauen Sie, da ist der Enquist schon unterwegs, als der Ball den Schläger verlässt. Diese Peitsche von Agassi, die ist schon wirklich sehenswert. Macht da unheimlich den Schläger zu. Hat das Gefühl, der Ball geht ins Aus, aber kein dran denken. Und kommt mit unheimlichem Tempo. Nächster Breakball. Schön außen serviert von Enquist. Notreturn von Agassi. Der gar keine Chance mehr hat, hineinzukommen auf den Platz. Oh.
Jeder muss Rudi Berger runter kontrollieren. Denke nochmal, erster Aufschlag für Thomas Enqvist. Eggesi nach wie vor einer der besten Return-Spieler im Circuit, wenn er körperlich fit ist, wenn die Beinarbeit stimmt. Und er hat ja wieder massiv daran gearbeitet. Will ja zurück zunächst mal unter die Top 10 und dann vielleicht wieder ganz nach vorne. Dort, wo er schon mal war, im April 95, die Nummer 1. Doppelt so viele Asse von Enqvist, 18, Eggesi 9. Nach 4 Aufschlagverlusten könnte das der entscheidende Aufschlaggewinn gewesen sein, aber warten wir es ab. Was kauen Sie da? Er kaut nicht, euer Ehren. Er pflegt seine empfindlichen Zähne. Einspruch. Hier, Sensodyne Kaugummi. Schützt vor Zahnhalskaries. Stimmt. Freispruch für Sensodyne Kaugummi. Mit der patentierten Sensodyne Wirkformel. Im Laufe seines Lebens hebt der Mensch im Schnitt 550 Tonnen und ist etwa 15 Jahre auf den Beinen. Er verstaucht sich 97 Mal den Fuß und trägt über 1000 Prellungen davon. Wir von Madaus haben für Reparil aus der Rosskastanie Eszin gewonnen. Reparil packt den Schmerz. Reparil von Madaus. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stiftung Warentest. Reinigungswirkung gut. Perlweiß. Das Spezialkosmetikum für weißere Zähne. Da haben wir wieder die schwedische Kolonie. Unterstützung für Thomas Enqvist. Aber jetzt sollte Eggesi mal versuchen, seinen Service durchzubekommen. Der Amerikaner, der ja mehrere schwere Krisen durchmachen musste in seiner Karriere. Eine der schwersten sicherlich 92, als er zum ersten Mal rausflog aus den Top 10. Gegen Brian Shelton verlor in Key Biscayne. Shelton damals die Nummer 59 der Weltrangliste. Und dann auch noch gegen den Argentinier Franco Davin in Tampa. Spiel wurde unsicherer von Eggesi. Und er begann ein bisschen herum zu experimentieren. Änderte den Aufschlag. Kehrte wieder zum alten Service zurück. Also da war er ein bisschen konfus. Inzwischen ist er aber wieder da und macht uns viel Freude. Thank you.
Keiner kann so perfekt den Platz aufmachen wie dieser Andre Agassi. Das war ein Ass und der Ausgleich zum 3:3. Hat es übrigens eine Geschichte dieses Turniers noch nie gegeben, dass im Finale dreimal Tiebreak gespielt wurde, während wir hier wieder eine herrliche Aufnahme sehen aus dem Zeppelin. Momentan direkt über dem Center Court. Hier wurde ja lange in München übrigens Best of Five gespielt, zum letzten Mal 1984. Damals gewann der Tscheche Libor Pimek, inzwischen ist er ja Belgier, gegen Gene Mayer, den Amerikaner, in 4 Durchgängen. Der ist zu gut, der Stopp viel zu gut. Herrlich gemacht von Thomas Enqvist. Schwede führt 4:3. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Außerdem gibt es die Mini-Kralle, perfekt für Pflanzkübel und Blumenkästen. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelbblaue Verpackung. Erhältlich bei Profi, Hauser Baumarkt, Alkauf und Dehner. Mein Zahnfleisch blutet. Meine Zähne. So habe ich früher oft geträumt, bis ich Parodontax entdeckte. Die einzige Zahncreme mit Mineralsalz und Echinacea. Parodontax schützt vor Zahnfleischbluten und Parodontose und vor solchen Träumen. Ob die Räder auf solchen Straßen guten Bodenkontakt halten, hängt von den Stoßdämpfern ab. Mit den neuen Monroe Sensatrack-Stoßdämpfern haftet das Rad. So werden selbst härteste Strecken sicher gemeistert. Also, kann Agassi mit einem Sieg hier und heute seinen 500. Matchgewinn auf der ATP-Tour feiern? Ja, natürlich auch so ein Meilenstein in der Geschichte dieser BMW Open, wenn diese Zahl, dieses Jubiläum heute zustande käme. Im letzten Jahr, Sie erinnern sich, Marc Philippoussis mit seinem ersten Sandplatz-Turniergewinn überhaupt auch hier am Auweisterweg. Oh, jetzt dreht aber auf. Der 24-jährige Skandinavier. Bisschen zu langsam aufgeschlagen von Agassi, 82 Stundenkilometer. Und mit zu wenig Kick. Unglaublich, wie früh der jetzt reingeht in diese Aufschläge von Agassi.
Thomas Enquist jetzt mit der ganz dicken Chance hier wirklich für eine Vorentscheidung zu sorgen. Denn sein letztes Aufschlagspiel, das war wirklich famos. Und noch so ein Return im Stile seines Kontrahenten. 5:3 Führung für Thomas Enquist. Auf dem Weg zu seinem 13. Turniererfolg. Ganz trocken, ohne große Ausholbewegung, aber früher Treffpunkt von Agassi. Aber die Aufschläge von Thomas Enquist auch bei den letzten Aufschlagspielen schon sehr, sehr stark. 2 Matchbälle. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Und es ist es. Enquist. Thomas Enquist heißt der Sieger der diesjährigen BMW Open. Der Schwede schlägt Andre Agassi mit 6:7, 7:6 und 6:3. Gewinnt zum dritten Mal im 5. Duell mit dem Amerikaner. Toller Erfolg für den Schweden. Schade für Agassi, er muss also warten, bis er seinen 500. Matchgewinn feiern kann auf der Tour. Und er muss auch noch ein bisschen warten, bis ihm ein zweiter Erfolg in Europa auf Sand gegönnt ist. Zuletzt hatte er zugeschlagen 1988, also vor fast 10 Jahren in Stuttgart. Damals schlug er im Finale Andres Gomez, den Mann aus Ecuador, und verlor in all den Matches im Weißen Hof keinen einzigen Satz. Nächster Versuch also von Andre Agassi, das Turnier in Rom. Auch dort hat er eine Wildcard und die will er auch wahrnehmen. Das ist der Sieger, er kann sich freuen. Thomas Enquist, drittes Finale in diesem Jahr und der zweite Sieg nach dem Turnier von Marseille, damals ja in der Halle. Ja, ich denke, Thomas Enquist wird wieder nach vorne marschieren. Momentan die Nummer 21. Geht auf alle Fälle in der Weltrangliste an Agassi nun vorbei. Wird sich um 1-2 Positionen möglicherweise nach vorne schieben. Und er ist natürlich ein Mann für die Top 10. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich habe es schon mal gesagt, während der Übertragung war schon mal die 6 am 19. Februar 96. Und in die Region, da gehört er auch wieder hin. Nochmal dieses herrliche Bild aus dem Zeppelin auf den Center Court, wo wir gleich jetzt die Siegerehrung erleben werden. Jonas Siebel, mein Kollege, steht schon unten und wird dann auch die entsprechenden Interviews führen und Ihnen die Ehrengäste vorstellen. So, also ich höre, es ist alles angerichtet, gleich geht's los da unten. Aber bevor sich Jonas Siebel meldet, wollen wir noch mal ein bisschen die Highlights des Matches angucken. Schöne Bilder mit Musik.